Ja, nachdem ich ja in der letzten Folge so eindrucksvoll bewiesen habe, dass ich keine Ahnung von dem Spiel habe, sind wir wieder zurück in dem, ja, Schiffsmenü von Seeschlachten und sonstigen Dingen. Ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt einfach machen muss oder ob ich jetzt einfach hier. Das ob dazu gehört, keine Ahnung. Ich weiß es wie gesagt nicht. Ich gehe einfach mal raus. Ja. Okay, das Ruder der Jackdaw übernehmen. Okay, dann können wir also so in der Mission weiterspielen. Ja, das ist vermute ich mal, dass man dadurch halt noch ein bisschen mehr Real bekommt und ein paar mehr Ressourcen so für die Nebenbei-Geschichten und fürs Aufrüsten des Schiffes und für die ganzen Sachen, die man so machen kann. So, und jetzt geht's erstmal weiter mit der Story. Wir müssen jetzt, ja, wo müssen wir denn hin? Das ist eine gute Frage. Oh Gott, wo müssen wir denn hin? Hallo? Oh mein Gott, ist das weit weg. Da kann ja jede Menge passieren. Puh. Tja, ich würde mal sagen, segeln wir mal dahin, ne? Unser Kurs heute, Captain. Ist ein schöner Tag für allerlei Unsinn. Was sagt dein Bauch? Ich würde mit Freuden die Briten zurechtstutzen. Wenn wir an ihr Gold kämen, um es für uns selbst zu nutzen, wäre ich ein glücklicher Mann. Gesprochen wie ein Waliser, Ade. Und was willst du? Master Kidd sprach von einer Prise, der mir unten in Tulum zeigt. Bin nicht weit weg, Leute. Der Halbinsel Jungert. Kannst du ihm denn vertrauen? Ich bin mir nicht sicher. Aber er hat eine Art, mir ins Gewissen zu reden, dass es mich schaudert. Ich sollte ihn treffen. Bald. Solange wir auf dem Weg ein paar Prisen einbringen, wird die Crew es schon verstehen. Ich setze Kurs auf Tulum. Ja, auf Tulum. Da werden wir jetzt hinsegeln. Und natürlich versuchen, oder ich versuche, so gut es geht, den Seeschlachten aus dem Weg zu gehen. Denn ich habe da jetzt gerade keine so große Lust drauf. Und ja, schauen wir mal, dass wir das so, wow, so schnell wie möglich machen. Und wir genießen ein wenig den Sonnenuntergang auf dem Meer mit unserem Schiff und lauschen ein wenig unseren Kameraden auf dem Schiff, was sie so schön singen. Okay. Fatja, haben sie ja lang genug gesungen. Und, okay, das hat sich dann auch erledigt. Ich weiß gar nicht, ob man im späteren Verlauf, oh man, okay, da gibt's Fische. Ob man im späteren Verlauf wirklich überall hindurch sehen kann, ohne dass es Sperrgebiete gibt. Oder ob das immer so sein wird, das weiß ich nicht. Da lasse ich mich einfach mal überraschen. Jetzt werde ich hier natürlich aus dem Blickfeld gehen, denn da. Okay, die Flottenmission ist erfolgreich abgeschlossen, die ich da vorhin, wow, gestartet habe. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus, hier mit diesem außenrum. Ja, rudern wollte ich schon sagen, segeln. Und jetzt diese Musik dabei mit dem Wasser. Also, es sieht richtig toll aus, macht richtig Spaß. Aber so auf so einer Seeschlacht habe ich jetzt, wie gesagt, so keine großartige Lust zu. Aber das muss ja auch nicht immer sein. Haben wir ja zu Genüge schon gehabt in den letzten paar Folgen. Dafür geht es jetzt weiter hier. Mit unserem Schiff auf dem Meer. Und jetzt noch so ein awesome Moment. Und vielleicht Costa Cordalis auf dem Schiff. Viva la fiesta, viva la noche, viva la amor. Natürlich nicht. Das erinnert mich nur an unschöne Zeiten. Das möchte ich vergessen. Naja. Ja, so, oh, da geht. Oh, links ist ein Hai-Symbol. Oh mein Gott. Awesome. Oder ist es ein Wal-Symbol? Nein, ein Hai, oder? Da ist er.
wer ist wo. Oh, wir sollten mal schleunigst ein bisschen mehr nach rechts segeln. Vielleicht nehmen wir noch hier gleichzeitig das auf. Genau, dreimal Holz. Wir sind wieder im Sperrgebiet. Oh, das ist aber eine ganz schön lange Fahrt. Also auf der Karte sah es ja schon ziemlich weit aus. Also mal kurz drauf gucken, wie weit wir jetzt davon noch... Oh mein Gott, das ist ja noch ewig weit weg. Wir sind von hier irgendwo gekommen. Und wir sind immer noch so weit weg. Boah, ist ja der Wahnsinn. Also da kriegt man mal so eine ungefähre Vorstellung, wie riesig doch dieses Spiel ist. Wow, awesome! Gerade noch von geredet. Gerade noch von gesprochen. Von diesen Awesome-Momenten. Aber ich glaube, davon werden wir noch ein paar mehr sehen in diesem Let's Play. Ja, wir sind ja mittlerweile bei Folge... Ich weiß gar nicht, welche Folge müsste das denn jetzt sein? 23, 24 schon mittlerweile? Würde ich mal behaupten. Oh, nicht auf Grund laufen. Das wäre übel. Ich glaube, Folge 23, 24 könnte das schon sein. Und ja, ich finde, bei dem Spiel finde ich diesen Wechsel viel besser. Also ab und zu mal Schiff, ab und zu mal so an Land ein bisschen was erkunden, so wie es ja in der letzten Folge auch war. Dass man so ein bisschen so das Land wieder erkundet oder die Inseln. Und nicht immer nur permanent Wasser. Aber nein, gut. Na, da kann ich mit leben. Und ja, jetzt gucken wir mal, dass wir da... Ich glaube, diese Folge wird die... Ich glaube, die längste... Folge werden in Sachen mit dem Schiff segeln. Denn wir sind jetzt mittlerweile, glaube ich, schon fast 5 Minuten auf See unterwegs mit dem Schiff. Ich glaube, es wird nicht... Oh, da ist wieder Sperrgebiet. Das tauchte jetzt aber urplötzlich auf, das Sperrgebiet. Das habt ihr selbst gesehen auf der Karte. Ich habe auch ein klein wenig das Gefühl, es ist... Geht so zur Nacht hin, oder? Ich könnte mich aber auch irren, obwohl das sieht eher nach Sonnenuntergang aus, wie ich schon sagte. Naja. Nicht mehr lange, dann kommt Daylight. Was freue ich mich wie ein Schnitzel darauf. Huhu. Und dann wird sich endlich wieder gegruselt, neu gegruselt auf der PlayStation. Das wird natürlich auch bei der Let's Play Live Show zu sehen sein. Und ihr werdet mit mir zusammen das erste Mal dieses Spiel spielen. Also ich werde es vorher nicht anspielen, nicht antesten, sondern direkt mit euch reinstarten. Und jetzt können wir unseren Jungs mal ein wenig zuhören. Denn das sieht so episch aus. Wow! Awesome! Das ist unglaublich jetzt gewesen. Das ist so ein tolles Bild. Wahnsinn. Also ich bin echt beeindruckt, was Ubisoft da zustande gebracht hat. Und ich glaube, ja, wir kommen unser Ziel weiter. Und ich merke schon, die Sonne ist noch weiter untergegangen. Doch, tatsächlich, wir bewegen uns auch nachts zu. Wir haben auch schon so ein bisschen Licht an unserem Schiff, wie man hinten sieht. Und jetzt muss ich mal eben, bevor ich jetzt hier in die Bucht reinpresche. Ja, ist es richtig, da müssen wir hin. Und das ist wirklich eine lange Fahrt gewesen. Also...
Gut, die Folge ist noch nicht ganz vorbei. Sie sind jetzt bei circa 10 Minuten und 5 Sekunden. Und, wow, ja, wir werden die Mission starten. Mal schauen, was jetzt kommt. Vielleicht kommt jetzt noch eine Cutscene. Denn wir sollten ja den Bastard von Billy the Kid oder William the Kid treffen. James Kid, genau. James Kid was. Und ich sehe gerade, dass das hier ein Sperrgebiet ist. Das heißt nichts Gutes für uns. Ich werde mir mal ein klein wenig Ausblick verschaffen. Von oben. Denn da ist irgendwo auch ein... Ich glaube da oben so ein... Wow! Das sind die Assassinen, ne? Wenn ich das richtig sehe. Schnapp ihn dir, schlepp ihn weg. So. Er bringt sie, aber anscheinend bringt er sie nicht um, sondern betäubt sie nur. Das heißt also... Ja, super. Da hätte ich ihn auch hinlegen können. Na, wie man sieht, die bewegen sich noch. Ich werde aber jetzt hier mal auf den Aussichtsturm klettern, sodass wir das synchronisieren, das Ganze. Uah! Wenn Edward da mal vernünftig raufklettert. Na? Edward? So. Wow. Welch ein epischer Ausblick. Ja, dann machen wir das mal. Ja, somit haben wir diesen Teil der Karte auch freigeschaltet. Und haben jetzt hier wieder ein paar Leute vor uns, die wir beiseite schaffen müssen. Aber wie gesagt, er betäubt sie nur, er bringt sie nicht um. Und da ist eine Frau am Laufen, so wie das aussieht. Ja. Mit Männerstimme. Auch nicht schlecht. Gucken wir mal. Und die zwei sehen das doch mit Sicherheit. Obwohl, ich probiere es mal aus. Nein, haben sie es nicht gesehen? Naja. Wow, doch, jetzt wurde ich entdeckt. Desynchronisiert. Mann. Ich darf jeglichen Konflikt, muss ich wahrscheinlich vermeiden. Ich darf nicht gesehen werden. Synchronisiert ist aber noch, ne? Ja, der Adler ist weiß auf der Karte. Somit. Genau, niemanden töten und unentdeckt bleiben. Also sind wir dann wieder jetzt hier und müssen wieder die zwei, ja, so schnell wie möglich erledigen. Ja, machen wir ihn noch fertig. Locken wir ihn noch eben an. Betäuben ihn ganz schnell auf die Schnelle. Ja, jetzt wurde ich gesehen. Gut, das sollte natürlich nicht so sein. Aber es sieht mir wirklich danach aus, als wären wir auf der Insel vor den Assassinen. Dass wir wahrscheinlich gar nicht mehr so weit weg sind von Edwards Ziel. Aber ich würde sagen, das sehen wir in der nächsten Folge. Also, macht's gut. Tschüss.